Da sind wir wieder, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, zum zweiten Teil der Ausgabe Modell und Bahn. Und für den Anfang des zweiten Teils habe ich mir wiederum einen kleinen Film ausgesucht, der uns auch damals sehr viel Spaß gemacht hat, es zu drehen. Und zwar nannten wir den Titel damals Müllers Gartenbahntraum. Und das wollen wir Ihnen gleich nochmal zeigen. In Thüringen gibt es viele beschauliche Orte. Nun werden Sie sagen, das ist nichts Neues. Thüringen ist ja auch ein beliebtes Urlaubsland. Es gibt aber einen ganz besonderen Ort und der heißt Buchfahrt. Und in Buchfahrt gibt es zwei Mühlen und eine alte historische Straßenbrücke. Jetzt werden Sie wieder fragen, was will er uns damit sagen? Na ganz einfach. Derjenige, der die beiden Mühlen besitzt, steht hier links neben mir und er hat sich einen ganz besonderen Kindertraum erfüllt. Er hat sich nämlich eine Eisenbahn in den Garten gebaut und die ist etwas größer als die üblichen Gartenbahnen. Tja, Jochen Köhler, wie kommt man zu so einem Gefährt? Ja, einfach ruhiger Zufall war im Spiel. Ich habe einen Freund in Norddeutschland und er hatte mich auf einen betagten Dampfmaschinenbauer aufmerksam gemacht. Er war dann verstorben und er hatte 20 Jahre lang an einer Dampflok gebaut, hat sie in seinen Garten installiert, ist nie richtig damit gefahren. Und dann ergab sich die Chance, diese Bahn zu übernehmen. Ja, und dann haben viele Freunde mitgeholfen, die Bahn abzubauen. Und dann war sie vor 2 Jahren, fast genau zu Ostern, hier in Buchfahrt gelandet. Ist das jetzt Ihr spezielles Hobby, Eisenbahn, oder? Alles, was sich dreht, was mit Dampf zu tun hat, das fasziniert mich von Kindesbeinen an. Und ja, jetzt habe ich, wie das eben gerade schon rüberkam, mir halt einen Wunschtraum erfüllt und ich dampfe ab und zu zur Entspannung durch meinen Garten. Nun haben wir ja auch gesehen, dass das ja eine wunderschöne Dampflokomotive ist, die Sie haben. Muss ich jetzt fragen, ist das nach einem Original entstanden? Hat es diese Lok tatsächlich gegeben? Und wenn ja, wo ist die mal gefahren? Also diese Lok ist angenähert an ein Original. Es gab von Hensche in Kassel eine renommierte Dampflokwerkstatt bzw. eine Dampflokfabrik, besser ausgedrückt. Hm. Ja, und da wurden kleine Rangierlokomotiven gebaut, die dem Vorbild in etwa entsprachen. Hm. So, nun haben Sie sich diese aufgebaut. Wie lange braucht man denn eigentlich dazu, sich so eine Eisenbahn in den Garten zu bauen, dass man mal eine Vorstellung hat? Man muss vielleicht im Vorfeld sagen, man braucht viele Freunde, die auch ein bisschen verrückt sind und die in das Projekt eingewoben werden. Mhm. Und wir alle wissen, was nützt das, wenn sich irgendwo alte Herren einen Wunschtraum erfüllen und junge Leute werden nicht mit eingebunden. Und so haben wir hier doch, ich denke, eine ganz tolle Runde. Mhm. Von 14 Jahren angefangen bis zu 75 ist ja alles vertreten. Mhm. Es muss natürlich immer jemand da sein, der die Fäden in der Hand hat. Aber ich denke, vieles ergibt sich das von ganz alleine, mhm, weil dann das Rollenspiel verteilt ist. Und die kommen dann alle am Wochenende oder in der Freizeit her und schrauben an der Lok und fahren natürlich auch mal eine Runde. Ja, das geht immer nach Lust und Laune, so wie die Zeit vorhanden ist. Und so füllen wir halt unser Hobby, ich denke mal, recht sinnvoll aus. Es ist ja nicht nur so, dass sich da irgendwas bewegt und was dampft. Auch die ganzen Arbeiten an so einer Dampflok fordern ja immer wieder vom Neuen zum Denken heraus und erzeugen natürlich auch Achtung vor unseren Altvordern, was schon für geniale technische Leistungen vollbracht wurden. Weil Sie gerade die Technik ansprachen, ist ein gutes Stichwort. Wir wollen noch mal zur technischen Leistung dieser Lokomotive kommen. Ich meine, man kann sich ja sicherlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass man sich so eine Lok nicht einfach in den Garten stellen kann, ohne TÜV zu fragen. Kann das sein? Die Lok hat einen kleinen Vorzug. Sie grenzt noch unter eine TÜV-Prüfung. Natürlich müssen wir hier alle Kriterien beachten. Klar. Der Kessel wird regelmäßig abgedrückt, wie das eigentlich auch einer TÜV-Kontrolle unterliegt. Und es ist eine Nassdampfmaschine, die eine Leistung von ca. 6,5 PS erzeugen kann.
Also schon ein richtiges kleines Kraftpaket ist auf dieser kleinen Gleisstrecke, die wir hier aufgebaut haben, natürlich nicht ausgelastet. Ja, aber ein wunderschönes Funktionsmodell und es ist auch vom Maßstab her alles sehr stimmig. Dann haben wir ja auch gesehen, dass Sie zum Beispiel hier noch eine Garage oder sage ich jetzt Lokschuppen gebaut haben. Die Lok muss ja untergestellt werden. Aber es ist schon eigentlich sehr schön, mit viel Liebe Sie das Ganze hier betreiben. Und da sehen wir auch die beiden jungen Männer, die an einer anderen Dampfmaschine tätig sind, die wir natürlich wahrscheinlich auch noch mal irgendwie live erleben werden. Könnte ich mir da vorstellen. Deshalb ist sie auch heute unter Dampf gesetzt. Ah, ja. Und das soll sich natürlich jetzt nicht auch wegen uns. Okay. Genau, also diese Maschinen hatten ja in der Landwirtschaft, als sie mechanisiert und man kann schon ein wenig sagen industrialisiert wurde, hatten diese Maschinen einen vielfältigen Einsatz. Sie wurden zum Dreschen benutzt, sie wurden zum Holzsägen benutzt. Mhm. Sie haben Holzhäckselanlagen angetrieben, also eine sehr vielfältige Verwendung fand statt. Und für mich immer wieder faszinierend, ich meine, ich mag die moderne Eisenbahn oder die modernen Fahrzeuge genauso, dass man eigentlich immer wieder hier sieht, wie die waagerechte Bewegung in Drehbewegung umgesetzt wird, dass man eigentlich hier anhand der Technik auch mal weiß und verstehen lernen kann, wie sowas eigentlich funktioniert. Ne? Genau, und das ist ja eigentlich unser Beweggrund, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm. Wenn man heute auf einem Bahnsteig steht, sieht man modernste Gefährte vorbeirauschen, nichts hat mehr mit Dampf zu tun, aber gerade Echtdampf zeigt uns auch, was für Kraft dahinter steckt. Mhm. Auch die Faszination der Geräusche, das ist eigentlich das, was einen auch hier bewegt, da ein Hobby voranzutreiben. Ja, kommt wiederum die technische Frage, wie viel PS hat denn das Gefährt eigentlich? Ja? Also diese kleine Maschine ist nicht zu unterschätzen. Auch ein kleines Kraftpaket, ja. 0,4 PS, hört sich erstmal recht wenig an, aber man muss ja diesen kleinen Arbeitszylinder betrachten und dann ist es natürlich schon genial, wenn man dann von so einer Leistung sprechen kann. Und dann haben wir natürlich auch vorhin schon gesehen, dass diese 0,4 PS sogar die Schienen überfahren kann, ohne dass man einen Bahnübergang hat. Ja, und ich denke, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ich das Maschinchen vielleicht auch mal im Lauf vorstellen würde. Und der wird uns der Ronny bestimmt mal zeigen, wie seine kleine Maschine ganz locker hier die Schienen überfahren kann. Also Ronny, auf geht's. Auf geht's. Pfeift das Ding auch? Natürlich. Na, dann müssen wir aber noch üben, oder? Wird schön. Ach, Vorwärtsgang einlegen ist das, ja? Einlegen, genau. Uiuiui. Ja. Ui. Rechts neben mir habe ich jetzt Tim. Hallo. Wie alt bist du eigentlich? 40. 14 Jahre. Ja. Und was ist für dich die Motivation oder die Faszination, an sowas rumzubasteln? Na, also da es ja auch schon mein Opa macht, hat es mir halt ein bisschen gezeigt. Und seitdem interessiere ich mich sehr dafür. Mhm. Und fasziniert mich halt, wenn das alles raucht und qualmt und so weiter. Ja. Ja. Und was machst du jetzt eigentlich? Hast du eine spezielle Aufgabe hier? Ich kann mir vorstellen, dann kann nicht jeder alles machen. Na, ich putze meistens die Lok und dann gucke ich halt zu, wie Ronny da rumschraubt, damit ich es vielleicht später auch mal weitermachen kann. Aha, also Ronny fährt jetzt ein bisschen mit der Dampfmaschine beschäftigt. Damit ich dann helfen kann dabei.
Eine andere Frage. Bist du schon mal heimlich gefahren oder hast du offiziell mit der Lok gefahren? Na, ich durfte schon offiziell fahren. Also heimlich, da müsste ich ja auch erst anhalten. Das würde auffallen, die qualmt ja nicht. Und macht es Spaß, so mit so einer Maschine zu fahren? Das macht schon Spaß. Ja. Was ist denn dein späterer Berufswunsch? Möchtest du gerne mal was mit der Eisenbahn oder mit Technik zu tun haben? Also ich mache jetzt auch Praktikum hier in der Mühle und das interessiert mich auch sehr und da würde ich das auch gerne weitermachen. Mhm. Okay, tja, doch ein Köhler. An Nachwuchs mangelt es nicht, scheint's. Also es sieht erstmal sehr hoffnungsvoll aus und wenn das so weitergeht, dann bin ich eigentlich glücklich und zufrieden. Soweit Müllers Traum und die Gartenbahn, die er selbst gebaut hat. Und ich denke mal, es ist allemal wert, darüber nachzudenken, vielleicht das von dem einen oder anderen selbst mal zu probieren, seinem Garten eine solche wundervolle Eisenbahn zu bauen. Wobei ich muss zugeben, es ist auch eine finanzielle Angelegenheit. Aber immerhin eine sehr sehenswerte Angelegenheit gewesen für uns. Ja, und dann haben wir natürlich noch im vergangenen Jahr unsere Jugendredaktion gegründet. Und zwar aus folgendem Grund. Es wird immer gefragt und gesagt, die Jugend fehlt bei der Modelleisenbahn. Kann ich so nicht ganz stehen lassen, denn hier im Modelleisenbahnclub Frankenhain ist die Jugend sehr aktiv. Und Sie sehen rechts und links neben mir zwei junge Menschen sitzen, die auch gleichzeitig unserer Jugendredaktion von Modell und Bahn angehören. Und da würde ich sagen, Ladies first, unsere Lisa sitzt neben mir und ist auch ebenfalls begeisterte Modelleisenbahner. Die Frage wäre jetzt, wie kommt sowas? Es ist ja ungewöhnlich. Ja, schon. Also mein Bruder ist auch hier im Club und der hat vor ein paar Jahren zu Weihnachten eine Anlage bekommen. Die hat ihm so nicht gefallen. Da hat er es abgerissen und hat gesagt, komm, wir machen das neu. Und da habe ich gesagt, okay, da mache ich mit. Und seitdem habe ich dann angefangen, mitgemacht. Dann ist mein Freund ebenfalls hier im Club. Mhm. Ja, und somit bin ich da mit reingerutscht. Also gehe ich davon aus, dass du gerne bastelst. Genau, also Landschaftsbau mit Häuschen bauen und Gärtchen und so. Dann hier im Club mache ich eben auch Veranstaltungen mit, also helfe da und betreue die Bastelstraße zum Tag der offenen Tür oder zu unserer Weihnachtsausstellung. Genau. Also volles Ballett, was in deinem Vereinsleben reingehört. Genau. Du verrate uns doch einmal, wie alt bist du denn eigentlich? 22. 22 Jahre. Toll. Ich meine, immerhin hast du Zeit für so ein Hobby. Ja. Und wenn du 22 Jahre alt bist, gehe ich davon aus, dass du bereits einen Beruf lernst oder erlernt hast. Genau. Hotelfachfrau habe ich gelernt und im Moment mache ich auch noch meinen Betriebswirt für Hotel- und Gaststättengewerbe. Wow. Dann können wir dich also irgendwann mal in einem Hotel, was eisenbahntechnisch angesiedelt ist, begrüßen, oder? Vielleicht. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Mhm. Was liegt dir denn am meisten jetzt bei uns in der Redaktion? Ich meine, wir bauen das Ganze jetzt erst auf. Wir haben die erste Sendung hinter uns gebracht, sozusagen. Was reizt dich, in der Redaktion mitzumachen? Na, einfach den Kindern und auch den Eltern bzw. den Müttern zu verstehen zu geben, dass auch das ein Hobby ist, was man tagtäglich machen kann und nicht vorm Fernseher sitzen oder an der Spielekonsole. Oder sonst irgendwas. Da sprichst du einem ja wahrlich aus dem Herzen, dass man also mehr oder weniger auch in seiner Freizeit was Vernünftiges machen kann. Genau. Und dass man hier im Modelleisenbahnclub Frankenhain e.V., wer jetzt hier in der Gegend wohnen sollte, in Thüringen, liebe Zuschauer, ist natürlich gerne hier gesehen. Das genau. Ist ganz klar. Und dann haben wir natürlich noch einen jungen Mann neben mir sitzen. Das ist unser Jannis. Unsere Zuschauer werden ihn ja schon von der vorhergehenden Sendung kennengelernt haben, im November, wo er einen eigenständigen Beitrag mit der Bundespolizei gemacht hat. Und da ging es um Gefahren an Bahnanlagen. Aber das ist ja nicht unbedingt sein Kernthema, denn auch unser Jannis, das ist ja nun sicherlich jetzt ein ganz offenes Geheimnis, ist auch hier Mitglied im Club Frankenhain, beschäftigt, freizeittechnisch, sage ich mal. Und ja, Jannis, was machst du nun eigentlich hier im Club? Ja, also besonders gern mache ich halt elektronische Sachen und ja auch Landschaftsbau.
Bei Elektroniksachen, gibt es da besondere Vorlieben, die du gern machst? Ich meine, Elektronik ist ja ein riesengroßes Gebiet, da kann man ja alles Mögliche machen. Also besonders gern halt Digitaltechnik. Hast du dir das selber angelernt, die Digitaltechnik? Oder wie machst du das? Hast du Bücher zu Hause oder sitzt du in der Ecke und bastelst selber was zusammen und sagst dann zu eurem Chef hier, also ich habe da was Neues mir einfallen lassen, wollen wir mal ausprobieren? Also zu Hause habe ich auch Bücher und von Wolfgang habe ich auch viel gelernt. Den Wolfgang hatten wir ja schon im ersten Teil, unseren großen Techniker. Ja, und dann hattest du was gesagt mit Landschaftsbau. Das ist dann sicherlich sowas wie die Entspannung, der Gegenpol zum digitalen Technik. Ja, wenn ich halt gerade nicht... Wenn man nicht so richtig geht. Ja, genau. Da mache ich halt Landschaftsbau. Nun wollen wir natürlich auch unseren Zuschauern verraten, wie alt du bist und was du sonst noch so machst, deinem privaten Leben. Ja, ich bin 13 Jahre alt und... Du gehst in welche Schule in Ilmenau? Ich gehe aufs Lindenberg-Gymnasium. Und was ist das für ein Gymnasium? Ist das naturwissenschaftliches oder...? Naja, Naturwissenschaften interessieren mich jetzt schon und ja, ich bin halt in einer speziellen Klasse, das ist Laptop-Klasse. Wir arbeiten im Prinzip im Unterricht mit dem Computer. Ui, toll. Ja, liebe Zuschauer, da wollen wir natürlich Janis nicht weiter löchern. Er ist noch etwas schüchtern vor der Kamera, aber ich denke, das wird sich noch geben. Denke ich mal, wir werden noch viele, viele Sendungen vor uns haben. Und ich denke, auch unser Janis wird die Sache ganz wunderbar meistern. Genauso wie unsere Lisa selbstverständlich. Lady First, ist ganz klar. So, dann haben wir natürlich Ihnen jetzt erstmal unsere beiden Jugendredakteure vorgestellt. Es wird also auch in den nächsten Sendungen eigenständige Themen geben. Und eine kleine Sache hätte ich noch am Rande. Sehen Sie es den beiden ein bisschen nach, wenn es nicht ganz rund läuft. Sie sind noch Lehrlinge. Und das sollte man auch so nehmen. Aber wir bewundern den Mut, vor die Kamera zu treten. Und auch Gleichaltrigen versuchen, das Thema Modellbahn näher zu bringen. Und ich denke, das verdient unsere Anerkennung. Ich danke euch beiden erstmal, dass ihr heute mit hier dabei wart. Und wir leiten jetzt über zu unserem nächsten Thema, liebe Zuschauer. Wir hatten ja im November ebenfalls einen Film vom Modelleisenbahnclub Frankenhain in unserer Sendung drin. Ja, und dann gibt es immer wieder die Frage, wer ist denn eigentlich der Chef von diesem Club? Und den möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Zuvor sehen wir aber noch erstmal ein paar Ausschnitte aus dem Film und dann wird unser Jürgen hier sein und Ihnen vor der Kamera Rede und Antwort stehen. Unweit der A73 der Thüringer Waldautobahn, im Herzen des Thüringer Waldes, liegt die Gemeinde Frankenhain. Und hier ist der Modellbahnclub Gräfenroder Sitz Frankenhain zu Hause. Viele Eisenbahnutensilien drücken unmissverständlich eine Leidenschaft aus. Hier werkeln in der Freizeit Modelleisenbahner. Werfen wir einen Blick auf die Clubanlage und unternehmen eine kleine Reise mit dem Zug in die nachgebildete Landschaft. Das Anlagenmotiv ist klar erkennbar. Wir sind in einer Mittelgebirgslandschaft und, wie sollte es auch anders sein, in Thüringen. Auf der linken Seite der U-förmigen Anlage sind Bahnhöfe und Städte mit Fantasienamen vertreten. Zufällige Ähnlichkeiten sind gewollt. Am Bahnsteig des Ortes Frankenroth, so steht es am Bahnhofsgebäude, wartet ein Triebzug der Südthüringenbahn auf Fahrgäste. Da bis zur Abfahrt noch etwas Zeit ist, schauen wir uns im Ort um. Eine prächtige Einkaufsstraße lädt zum Bummeln ein. Das Kino lockt mit einem spannenden Film, Die Brücke am Quai. Gegenüber des Kinos ist eine Kirche mit Friedhof. Da wird gerade ein Begräbnis abgehalten. Der Marktplatz als zentraler Punkt zieht die Menschen an und zur Stärkung gibt es Erbsen aus der Gulaschkanone. Nun wird es Zeit, in den Zug einzusteigen. Und schon beginnt die Fahrt. Wir rollen über mächtige Brücken und Unterführungen dem Bahnhof Thalheim entgegen.
In einer engen Straßenschlucht ist ein schwerer Unfall passiert. Der Verkehr staut sich und die Autofahrer schimpfen. Besser ergeht es den Bahnreisenden, die ohne Stau und Stress mit dem Zug über eine Stahlträgerbrücke dem Bahnhof Thalheim entgegenfahren. Die Gewerbegebiete am Rande der Stadt sind erreicht. Vorbei an der Strafvollzugsanstalt Thalheim und schon fährt der Zug in den Bahnhof ein. Vorsicht ist geboten, denn auf dem gleichen Gleis steht noch ein Triebzug der Südthüringenbahn. Wenn die Fahrgäste ausgestiegen sind, erfolgt die Vereinigung beider Triebwagen und der Zug fährt zurück nach Frankengroth. Soweit, liebe Zuschauer, nochmal der ganz kleine Ausschnitt hier von der Modelleisenbahn in Frankenhain. Und nun sehen Sie vor mir eine Mütze liegen, da steht drauf, ohne Jürgen läuft nichts. Ja, und das wäre jetzt sozusagen auch das Stichwort für unseren Jürgen. Ohne Jürgen läuft eigentlich nichts, Jürgen, oder? Ja, doch schon. Das heißt, du hast wie viele Mitglieder hier? 32. So, und davon hast du auch eine sehr starke Jugendgruppe. Ja, das sind 16 Jugendliche. 16 Jugendliche. Ja. Und davon sind 8 Kinder. Und die kriegen alle von dir eine Aufgabenstellung hier im Club, was sie machen sollen, oder wie läuft das? Ja, wir versuchen, auf die Kinder einzugehen und das, was sie eigentlich gerne machen möchten, das sollen sie danach tun. Anfangen tun sie alle erstmal mit einer kleinen Platte, ein Häuschen bauen, ein bisschen mal ihre Fantasien ausleben, ihre Vorstellungen umsetzen. Das ist so der Anfang. Du hast mir gerade das richtige Stichwort gegeben mit Fantasie. Ich glaube, die Zuschauer haben ganz wenig Fantasie, mit welchem Gebäude sie es eigentlich hier zu tun haben. Das muss man eigentlich ihnen auch mal sagen. Es ist ja ein Riesenareal, was ihr hier betreibt als Modelleisenbahn. Das sind ja fast himmlische Zustände. Ja, das Gebäude haben wir vor 13 Jahren von der Treuhand übernommen oder käuflich erworben. Erst angemietet, dann käuflich erworben. Es hat 8 Jahre leer gestanden, so hat es auch ausgesehen. Aber ich möchte sagen, mit den Jahren und wie so einige Mitglieder von uns sagen, so Stück für Stück, ist es geworden. Während wir jetzt hier sprechen, laufen ja auch ein paar Bilder drunter von dem Gebäude, von innen und außen. Und ihr legt ja auch immer wieder selbst mit Hand an, was ich ja im vergangenen Jahr miterleben durfte. Dann habt ihr nämlich hier, wo wir hier sitzen, die Fenster alle rausgerissen und man sieht, es ist wieder alles schick und schön. Ja, ist richtig. So, dann habt ihr natürlich noch ein bisschen mehr gebaut. Das kann man jetzt im Bild hier nicht sehen, aber hier hinten gibt es noch viele, viele Sitzmöglichkeiten. Und hier finden also eure Vereinsversammlungen statt und hier beredet ihr die neuen Aufgaben. Dann gibt es natürlich noch eine riesengroße Ausstellungshalle. Ich würde sagen, jetzt im DDR-Deutsch, die nehmen es hoffentlich nicht übel, eine große Aula oder sowas. Ja, ja, das war sicherlich mal der Speiseraum von der Firma hier, in der wir sitzen. Wie groß ist denn eigentlich dieser Raum? Erwischt. Ich habe ihn erwischt, liebe Zuschauer. Wir lassen das mal weiterlaufen. Wir haben natürlich ja 125 Quadratmeter. Es ist ihm gerade zugeflüstert worden aus dem 125 Quadratmeter. Okay, diese Anlage hatten wir ja gerade ein Stückchen im Film laufen. Welches Motiv habt ihr euch da vorgenommen? Auf der rechten Seite sind einheimische Motive, Bahnhof Frankenhain, Bahnhof Gräfenroda, bisschen Umgebung dazu von Frankenhain und von Gräfenroda und dann der Rest ist freie Fantasie. Und dann habt ihr aber auch zwei Betriebsarten, ihr fahrt glaube ich analog und digital, ne? Noch. Und soweit wie ich weiß, fahrt ihr auf einer Seite der Anlage analog und auf der anderen Seite digital. Gibt es da jetzt noch Veränderungen, die ihr da plant? Wir planen unsere Nebenbahn in diesem Jahr zu digitalisieren und die Hauptbahn läuft schon digital. Stichwort Nebenbahn. Dann habt ihr seit diesem Jahr einen Riesenberg in euer 125 Quadratmeter großes Areal gebaut. Was ist das? Das ist Fantasie, eine Zahnradbahn. Wir haben mal ausgerechnet, dass wir im Original 220 Höhenmeter überwinden würden. Und das ist ein Traum von mir gewesen. Und wir können auch den Zuschauern sagen, die läuft tatsächlich richtig auf Zahnrad. Die läuft richtig echt, ne? Ihr hattet ja im Dezember dann noch eine Modelleisenbahnausstellung am 22. Dezember. Ich war
liebe Zuschauer, als Privatgast mal hier und habe mir das mal angeschaut und war eigentlich sehr überrascht, wie viele Leute eigentlich hier waren. Warst du selbst überrascht? Nee, wir sind das mittlerweile inzwischen gewohnt, dass wir sehr viele Besucher haben. Und ich denke mal, sollte mal eine Ausstellung mit weniger Besuchern laufen, wären wir enttäuscht. Also auf alle Fälle ist es so, dass das Thema Modelleisenbahn auch bei den Zuschauern und bei der Bevölkerung eigentlich recht gut ankommt und recht gut angenommen wird. Zum einen das und zum anderen ist es ja bei uns auch so, dass wir ein Rahmenprogramm bieten. Mhm. Da ist der Weihnachtsmann da, der jedem Kind was in die Hand drückt, da auch mal, wo auch die Eltern mal ein Lied singen müssen oder ein Gedicht aufsagen müssen. Oh. Dann machen unsere Frauen hier eine super Versorgung den ganzen Tag. Und das ist auch das, was die Familien anzieht und nicht nur die Modelleisenbahn. So, das war das Wort zum Sonntag des Vereinsvorsitzenden hier. Und er hat mir gerade noch mal versichert, beziehungsweise vor der Sendung, er geht ganz ungern vor die Kamera, aber ich würde sagen, er hat es ganz toll gemacht. Herzklopfen kostenlos ist vorbei, lieber Jürgen. Und liebe Zuschauer, das war jetzt der zweite Teil unseres Jahresrückblicks 2013. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihr Zuschauen. Und als kleinen Vorausblick für die neue Sendung freuen Sie sich auf 3 Teile Messe-Sondersendung aus Nürnberg. Wir fahren am 28. Januar nach Nürnberg und werden für Sie vor Ort berichten. Das heißt also, die Sendung wird dann im Februar für Sie zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gastfreundschaft, die wir heute Abend hier hatten und diese netten Gespräche zu machen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss, Ihr Frank Buttig.